Am Samstag, den 26. März 2016, fand erstmals ein Integrationsfußballspiel im Gernot Langes Stadion in Wattens statt. Der FC Hangover, ein Hobbyverein der Firma Swarovski Wattens, hat mit dieser Veranstaltung ein klares Zeichen der Integration gesetzt. Beim Integrationsspiel wurden Mannschaften aus den Spielern des FC Hangover und jugendlichen Flüchtlichen aus den Flüchtlingsheimen Kleinfolderberg, Ficht und Sandgertraudi sowie des SOS Kinderdorfes gestellt. Ein wahrlich großer Schritt in Richtung Integration. Neben dem tollen Fußballspiel war den Zuschauern und den Teilnehmern auch ein ereignisreiches Rahmenprogramm geboten. So gaben zum Beispiel die Cheerleader der Swarco Raiders ihr Können zur Schau und auch die Musikbegeisterten im Publikum kamen nicht zu kurz. Das Spiel, welches mit Witz und Schmäh von Harry Prünster moderiert wurde, war ein voller Erfolg für die Veranstalter, dem FC Hangover. Ein großes Lob dem FC Hangover für diesen tollen Tag und für die lobenswerte Mithilfe zur Integration. Nur ein Miteinander aller Beteiligten kann nachhaltige Integration schaffen. Ein großer Dank seitens der Veranstalter geht natürlich besonders an Markus Langes-Swarovski sowie die Gemeinde Wattens. Nur durch die immerwährende Unterstützung können solche vorbildhaften Veranstaltungen stattfinden.